Wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass Hansi Flick das Mannschaft übernehmen werden nach der EM. Der hat bewiesen in den letzten 18 Monaten bei Bayern München, dass er ein Weltklasse-Trainer ist. Und Deutschland ist ein Weltklasse-Land für Fußball. Also deshalb sind wir froh, dass der Verein von FC Bayern nach DFB geht, und natürlich auch froh, dass FC Bayern einen extrem guten Ersatz bekommen haben mit Jürgen Nagelsmann. Der DFB ist unsere wichtigste Partnerschaft seit 1954, und am Ende steht der Erfolg im Vordergrund. Wir wollen wieder Fußball haben, und deshalb ist es wichtig, dass Fußball in den Vordergrund kommt, ob das Amateurfußball oder jetzt der für uns vorstehende EM. Und das ist der wichtige Punkt, und das hoffen wir auch, dass jetzt Fußball und die 11 Spieler wieder im Vordergrund stehen werden. EM und die Olympiade hat große Bedeutung für Adidas, aber ich glaube besonders jetzt während und nach Corona ist es wichtig, ein Signal zu setzen, dass eine Normalität reinkehren kann. Und ich glaube, die Begeisterung zu Sport, das Sport mittendrin erleben zu dürfen, aber auch selber ausüben zu können, ist noch wichtiger als die zwei Events. Aber die zwei Events, ich glaube, werden ein Katalysator sein, dass die Menschen wieder eine Normalität sehen kann, dass sie irgendwann kommen und hoffentlich dieses Jahr kommen werden, und dadurch kommt Sport in den Vordergrund. So viel ich kann persönlich, und ich muss auch sagen, ich fieber mit Deutschland, obwohl ich Däne bin. Ich hoffe sehr, dass die 11 von Deutschland diesen Meisterschaft gewinnen werden. Ich finde, es wäre verdient, und ich freue mich unheimlich, wieder ins Stadion zu sitzen.